Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Heute reagieren wir auf Tourette, experimentiert und zaubert. Richtig geil, ich kann auch zaubern. Hallo Freunde. Ich kann es schaffen, in einer Minute blau anzulaufen. Das ist aber ein Trick, den kann ich euch nicht verraten, das ist ein Geheimnis. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und danke, dass du heute mal bei mir zu Besuch bist, liebe Stella. Ja, sehr gerne. Ja, die Stella. Das sage ich jedes Mal. Extra bis nach Köln gekommen bist. Wir spielen heute ein bisschen mit einem Laborkasten rum. Wir züchten das Coronavirus. Das hoffentlich nicht. Ich weiß nicht genau, was das Ding alles kann oder wofür das gut ist. Das sind Schimmelpilze, oder? Mhm. Mikromechanismen. Aber ich glaube, du als angehende Ärztin könntest dich damit vermutlich auch besser auskennen vielleicht, als ich. Vielleicht. Wir werden sehen. Naja, dann fangen wir auf jeden Fall mal an und gucken, was dabei so passieren wird. Fand die Dinger... ich hatte damals auch so einen Zauberkasten, fand ich absolut geil. Ich habe zwar nichts von den Experimenten gemacht, die ich eigentlich hätte machen sollen als Kind. Ich habe eben die Scheiße damit gemacht, aber ich hatte einen Zauberkasten. Engel, doch, ich gehe nicht ran. Glaub sogar. Schöner Hut. Aber. Jetzt hast du Petrischalen und Handschuhe. Handschuhe hätte ich auch sogar. Nee, nicht Gisela. Nein, bleib so rum. Der Klügere gibt nach. Dem Klügeren wird nachgegeben. Oh, nicht Gisela. Ja, Gisela ist das Alpha-Menschen. Hier ist eine Anleitung. Stella! Geil. Hast du bemerkt, dass die über uns lachen? Die lacht über behinderte Kinder. Also das ist hier eine Einführung. Also Einführung und Anleitung. Ich sehe leider gerade übelst gelacht. Mikroskop, genau. Ich wollte es gerade Mikroorganismus nennen. Ach, das muss vermutlich... Also ein Mikroskop benutze ich auch immer. Reingestellt werden. Mehr sag ich dazu nicht. Marvin, hältst du dich bitte raus aus den Planungen? Hier ist eine Ärztin und ein äußerst intelligenter Gehilfe am Werk. Hey, wo ist denn der äußerst intelligente Gehilfe? Ich sehe den gerade gar nicht. Wo ist denn der? Ach, ich bin doch gar nicht da. Und Jan. Okay. Und Jan. Nein, ich bin der Gehilfe. Das ist eine Wolfgang-Petri-Schale. Das ist eine Wolfgang-Zerstörsi-Schale. Nein, nicht kaputt machen. Wir haben nur halt dich raus. Du bist hinter der Kamera heute. Niemand interessiert sich für dich, ja, wie seit Februar 2019. Das war jetzt hart. Das war wirklich sehr hart. Das ist eine Wolfgang-Petri-Schale gewesen. Das geht aber vielleicht. Ja. Hat er lange gehalten? Ach, das gehört. Nee, das gehört nicht so. Was, weißt du, was das ist? Ich glaube, das soll eine Zentrifuge darstellen. Schollum. Mochte ich in der Schule gerne. Es geht so. Grüße gehen raus an Herrn Dra. Herrn. Ha! Ach, hier sind die Pipetten. Passt da rein. Hier sind die Pipetten, ne? Ja, genau. Passt da rein! Boah, stellt euch mal vor, die machen da für die Kinder Batteriesäure und sowas rein, ne? So Experimente für Kinder. Batteriesäure, ne? Ja, damit kann man auf alle Fälle den Kindern ein bisschen was beibringen, ne? Also, ich sag mal so, danach machen die nie wieder Experimente mit Batteriesäure, ne? Warum? Ja. Das solltet ihr bitte nicht ausprobieren. Weil ich... Mach mal was Spannendes. Mach mal Tourette. Ja, wie macht das Tourette? Oh, guck mal, Mami, ich habe hier in meinem Baukasten Schwefelsäure. Können wir damit heute experimentieren? Und die Mutter, nee, pack das weg. Habe ich aber schon getrunken. Ja, wie macht es? Ja, wer geht heute noch zu The Biggest Loser? Ja, wer geht da hin? Mach mal ein Tourette. Ja, hat da aus dem Spiegelbild gezeigt. Versteck dich nicht hinter Leuten, die teilweise 3 Jahre jünger sind. Oh, jetzt gibt's Krieg. Jetzt gibt's Bandenkrieg. Das jüngste Gericht wird dich strafen. Morgen in den Nachrichten Bandenkrieg ausgebrochen. Ich hoffe, du hast jetzt einen Schleudertrauma. Nur ohne Bande. Und musst dann zu Dr. Stella. Hallo, Diagnose. Mineralwasser. Nein, das ist... Sprudelwasser. Das ist doch Mineralwasser. Mit oder ohne Kohlensäure. Nimm einfach was aus. Aber das ist doch Leitungswasser, das soll dann nicht. Das ist Mineralwasser. Das ist aus dem Leitungswasser. Kein Mineralwasser? Ja, der versteht das wirklich nicht. Nee, das ist der versteht das wirklich nicht.
Ich will das umschmeißen. Ich will es auch umschmeißen. Hier ist noch was Unausgepacktes. Also das ist für Kinder ab 8 Jahren, ne? Gitarre dich damit. Das heißt, Kinder mit 8 Jahren schaffen das nicht. Ich kann auch nicht lesen. Kommst du jetzt bitte hierher? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in die kleinen Behälter kann man auch, also da, ne, was vor Stella steht, das habe ich schon in einer anderen Situation gesehen. In einer Doku, ne? Da gab es so Männer, die haben so Behälter abgegeben und dafür Geld bekommen. Es gibt auch die Behälter, zum Beispiel bei der Polizeikontrolle, aber ich meine, es gibt auch für Männer solche Behälter. Und da gibt es halt auch Männer, die kriegen halt dann, wenn sie es abgeben, Geld. Ja. Hallo? Ich mein Tim. Und manchmal landet das nicht im Behälter. Bin doch gar nicht hier. Ist doch gut jetzt! Man soll hier... Jawohl! Okay. Tim, holst du bitte ein Tuch und machst das weg. Das ist ein Holzboden. Jetzt lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich versuche nur zu helfen. Ich muss raus! Ich versuch das so richtig ernsthaft zu machen und ich hab auch die Scheiße, Digga. Ich hätte auch dran was. Ja, du bist keine Hilfe. Du auch nicht. Doch, ich mach grad deinen Sauberboden. Ich mach grad deinen Sauberboden. Kommt hier eine Kotprobe rein? Pipi. Ja. Ja. Ich hätte ja Schokolade jetzt reingemacht, Nutella. Oh, sorry, ich geb dir gleich Tücher. Ich bin eh grad schwer beschäftigt. Ich bin schwer und beschäftigt. Nicht. Die Kamera ist teuer. Ich weiß das, wir haben sie ja schließlich bezahlt. Von den Steuern. Das heißt, liebe Bundesregierung, die Steuern seht ihr nicht wieder. Ja. Geil. Ich schon anders. Ja, ich finde es auch gut, dass wir. Ich habe aber noch mehr Gummihandschuhe. Die brauche ich nämlich zum Fisten. Klassisches Thema. Kannst du aufhören, Tim anzuspritzen? Der mag das. Das war wieder jetzt so ein Satz, den hört man auch in anderen Situationen, ne? Also, das sind so Sätze, ne? Kennt ihr das zum Beispiel, auch wenn ihr zockt, gibt es auch so Sätze, die kann man in mehreren Situationen benutzen. Und das gerade, hörst du auf den Tim anzuspritzen, kann man halt auch in anderen Situationen verwenden. Verzeihung, mein Fehler. Ich meine ja nur. Weil hier steht, man muss die Batterien einlegen und dann einfach anmachen. Haha, Periodensystem. Das musste ich mal lernen. Ich auch, aber ich habe es nicht gelernt. Ich mach das mal weg. Okay, sollen wir es in den Zauberkasten übergeben? Nein. Man muss das halt wirklich lesen. Man kann einen Eisbär lernen. Manche lernen auch das Periodensystem ohne da System. Das ist ein ganz einfacher Trick. Ich schwenke die Kamera nach rechts. Darf ich den Trick vollführen? Ja. Fülle Wasser in das Eisfach und tue es ins Eisfach. Dann hast du Eiswürfel. Wasser verschwindet. Oh, ist das etwa Verdampfung von Wasser? Ein Zaubertrick. Ich glaube, ich nehme dir mal das Glas weg, oder? Nein! Doch. Das ist das einzig Schöne, was ich in meinem Leben hier habe. Also was ich wirklich sagen muss, bis jetzt fand ich die Experimente mega geil, weil die haben jetzt schon so viele Experimente gemacht und ich bin total überzeugt von den Kasten und muss mir den kaufen. Finde ich gut. Das glaube ich dir sogar. Tu es weg, ich tue es sonst an meinem Penis. Was? Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Nein! Genau das mache ich jeden Früh. Also, das können wir halt alles nicht machen. Ach, den pH-Wert von Joghurt messen. Ich wollte doch nie was anderes machen. Ich wollte doch nie was anderes machen. Wie geht das? Was ist der pH-Wert? Wir brauchen demineralisiertes Wasser. Ach, das habe ich immer da, sogar tonnenweise. Sehr gut. Damit wasche ich mich und meine Katzen und auch meine Nachbarn, wenn sie schlafen. Also, wie bewertet ihr den ersten Experimentierkasten? Von 1 bis 5. Also, ich hatte Spaß. Der Spaßfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Spaßfaktor ist gegeben. Du wirst getauft. Sie hatten Spaß. Das habe ich jetzt mir. Ja, haben die schon ein Experiment gemacht? Haben die das rausgeschnitten, das Experiment? Okay. Also der Spaßfaktor ist das da. Ist Marvins Urinprobe. Jetzt ist sie ausgelaufen. Ich denke, für Kinder kann es sehr interessant sein. Das ist gut, wenn ich Wodka mischen muss. Das behalte ich. Das kann man auch benutzen, wenn man als Weib pissen muss unterwegs. Was ist wichtiger? Der Wodka. Also, ich denke, für Kinder
Kinder. Ich habe noch nie so einen feigen Panz gesehen. Andauernd versteckt er sich hinter anderen und hinter Lampen. Pro7 Sat.1 TV, was soll das denn auch schon sein? Das ist eine sehr gute Frage, nicht wahr? Pro7 Sat.1, wir kennen uns. 50 Euro. Ich habe mehr bekommen. Oh, jetzt haben sie verkackt. Also ich denke, für Kinder ist es bestimmt ganz schön mit einer Begleitung eines Erwachsenen, aber wir hatten jetzt heute halt auch keinen Erwachsenen dabei. Und der hat auch... Das stimmt, ja. Zu viele Kinder kennen Erwachsene. Wäre sinnvoll, wenn ich dabei gewesen wäre. Immer noch die große Frage, wann haben sie das Experiment gemacht? Ich hab das nicht... Irgendwie habe ich das verpasst. Kinder dabei. Also Fazit... Wie viele Sterne hast du gegeben von 1 bis 5? 3. 3. Echt 3? 3. Zum nächsten Kasten von den Ehrlich Brothers, die der ein oder andere wird sie vielleicht kennen. Unehrlich Brothers. Unehrlich Schwesters. Die würde ich gerne mal live sehen wollen. Die haben echt was aufgepasst. In Las Vegas. Innerhalb von 5 Minuten. Ja, die habe ich bei Dings mal gesehen. Die haben, glaube ich, mal bei Verstehen Sie Spaß mitgemacht. Ja, das werbe ich wieder ins Publikum rein. Gut. Ich hab Geld gefunden. Glaub. Oh, hier ist ein Ei. Oh. Jetzt ist es weg. Glaubt ihr, Aldi akzeptiert Zaubergeld? Oh, das hatten sie irgendwie durchgebracht. Nee. Ey, ist mal ohne Spaß, ne? Mit dem Geld musst du einfach mal einkaufen gehen. Sagst du hier, nee, das ist echtes Geld. Nehmen Sie das jetzt an. Voll in die Fresse. Voll einmal Kopfball jetzt. Okay, das war's mit Mai. Hier, guck mal, du hast sogar Seile um den Tisch. Ich glaube, das könnte Marvin gefallen für die nächste Ische. Wie meinst du? Die eine Karte und ich sag dir, welche ist. Die. Nein, die. Nein, die. Nein, die andere. Ach nee, warte. Es muss ja andersrum sein eigentlich. Die. Ich habe doch schon die Karte ausgewählt. Ich kann dir aber nicht die Karte angucken und dann sagen, ich sag dir, welche es ist. Okay, ich muss es erst präparieren. Okay, die. Darf ich hingucken? Ja. Die. Aspik. Die. Sag mir nicht, dass das in der Kappe steht. Ja, nein, steht nicht in der Kappe. Die. Das wäre so witzig gewesen. Die? Nein, weiter rechts. Ja. Aber das stimmt auch. Aspik, wie ich es gesagt habe. Oh mein habe. Gott, jetzt ist eine Hexe. Und jetzt die. Ja, in 15. Jahrhundert hätte sie Probleme gehabt. Wo stelle ich mir gerade mal so vor, ne? Im 15. Jahrhundert, stellt euch mal vor, ihr hättet im 15. Jahrhundert euch so einen Baukasten gekauft, ne? Und hätte dann abends rumexperimentiert. Ihr wisst gar nicht, wie schnell es dann euch warm geworden ist, ne? Gibst du exklusive Blockbuster kurz nach dem Kino. Und dann hättet ihr auch die peinliche Befragung bekommen. Und glaubt mir, die peinliche Befragung hört sich nur so zahm an, aber nee. Und jeden Tag einen neuen Film. So ein Baukasten im 15. Jahrhundert, ey. Uiuiui. Das wäre ein Kastenschlager gewesen. Nein. Boah, ohne Mist, ne? Jetzt ist es mal kein Witz, ne? Ich hätte im 15. Jahrhundert definitiv solche Baukästen verkauft. Solche Experimentierkästen hätte ich im 15. Jahrhundert eiskalt verkauft, ne? Da hätte die Inquisition ein bisschen Spaß gehabt, ne? Und jetzt werden in erst Nasen geklaut und jetzt Finger. Mordlos. Mordlos. Hat er einfach seine Hand in mein Gesicht gehalten und mir die Nase... Was wäre denn eigentlich damals gewesen, wenn ich nur so gemacht hätte? Oh, der ist ein Magier. Der war auf dem Brocken, so hieß der Stein, ja, in Deutschland hier, ne? Auch geil. Der war auf dem Brocken. Das Geile ist ja immer auch, ne, Thema, weil wir, ne, ein bisschen geschichtlich jetzt, ne, war ja auch immer so geil, da wurden die irgendwann so lange gefoltert, bis die halt irgendwann gesagt, ja gut, ich bin doch eine Hexe, ne, ich war auf dem Brocken, hab einen Satan angebetet, ne. Wie dumm ist denn das? Stellt euch mal vor, ihr habt nichts gemacht, ne, geht einkaufen, habt 2 Wodkaflaschen geklaut, und hab zu wenig Geld dabei gehabt. Seid an der Kasse, sagt, ja, ich hab für den Riegel, kostet 40 Cent, ich hab nur 39 Cent, ne? Und dann, das wäre dann, stellt euch vor, das wäre eine Straftat. Und dann kommt ihr auf einmal hier so zur peinlichen Befragung und irgendwann sagt sie, ja, gut,
Ich habe nicht nur den Riegel nicht bezahlen können. Hier, ich habe auch noch die Wodkaflaschen geklaut. Irgendwann gibt es das ja zu, wenn du die ganze Zeit bestraft wirst. Irgendwann gibt es das ja eh zu. Der sieht noch natürlicher aus. Das was ist super alles übergriffig. Und so eine Nase oder einen Finger, man auch nicht zurück. Ich habe deine Nase weggeworfen. Herr Voldemort, guten Tag. Du bist jetzt verhaftet. Ich tue so, ich auch als erwürge ich einen Freiwilligen aus dem Publikum. Und das wird nur die Illusion erwecken, als ob er stirbt. Oh, wie schön, dass sich ein Freiwilliger gemeldet hat. Darf ich den Effekt dieser Handschellen mal präsentieren? Ja. Mach's bei mir. Nee, warte. Du lässt dich mit einer stählernen Handfessel von einem Zuschauer fesseln und kannst dich mühelos befreien. Ich kann diesen Zaubertrick schon. Genau so war der Zaubertrick gemeint. Krass, oder? So, gut, dass das Video heute gar nicht eskaliert ist. Ich glaub, mal wieder die ganze Wohnung steht unter Wasser. Was machst du da? Ich bin das. Gut, dass sie auch so viele Experimente gemacht haben. Muss ich echt sagen, finde ich echt schön. Auf Crystal Meth. Ich habe die haben so viele Experimente gemacht, ich weiß gar nicht, welches Experiment am schönsten war. Hattest du mit den Sachen auch so viel Spaß wie ich? Nee, mit dem anderen mehr. Auf jeden Fall, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Auch wenn wir, glaube ich, nicht so sehr die gedachten Ziele mit den Kästen erreicht haben, die dafür vorgesehen waren. Ach, Quatsch. Also ich hatte irgendwie Spaß. Ich glaube, meine Katzen, die werden sich an den Cordula noch sehr... Cordula! Weiß! Grün! Weiß! Cordula! Rot oder grün? Ach, liebe Farbenblinde, was habe ich hier wohl? Gold oder blau? Es ist Gewebe. Oh nee, das Kleid. Die Farbe ist 3. Wir haben Synästhesie. Wir können Farben. Die Farbe ist wirklich 3. Blau. Blau-schwarz. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Fieber! Wir sind wieder im Fieber! Das wird ein autoerotischer Unfall. Autoerotisch. Weil es im Auto passiert. Und das hat nichts mit... Auto. Ja, wollte ich gerade sagen, damit hat es nichts zu tun. Ich bin gestolpert und dann in meinen Staubsauger gefallen. Ich war zufällig nackt beim Saugen. Das passiert mir auch voll oft. Hast du so einen derartigen Fall schon mal gehört? Nee, sehe ich noch nicht. Also du darfst vermutlich auch nicht darüber sprechen, ne? Solange man nicht wissen könnte, wer es war, dann doch, aber... Gut, ich gebe es zu, ja, gut. Bevor ihr die Befragung macht, die Panik, ich war's. Mann, ist mir halt passiert, ich hab gestaubsaugt, dann bin ich halt reingefallen. Mensch, kann doch jedem mal passieren. Ja, warum wundert mich das nicht? Okay, dann macht's gut. Ja, aber sehr cooles Video, wie schon gesagt. Ich fand auch die Experimente, die sie hier vorgeführt haben, echt cool. Würde ich euch mega empfehlen. Vor allen Dingen für die Leute, die noch im 15. Jahrhundert wohnen. Unbedingt nachmachen. Am besten direkt gleich neben der Kirche oder so. Da geht's schneller. Oder direkt gleich über Scheiterhaufen. Nein, aber nee, war nicht schlecht. Ich fand, wie schon gesagt, die Experimente sehr cool, die sie gemacht haben. Unbedingt kaufen und guckt unbedingt das Original an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.